Ja Leute, was soll ich euch sagen? Nach viel Berg- und Talfahrt, ja, das Wetter ist ein bisschen trübe, bin ich erstmal aus Österreich raus, dann nochmal Berg- und Talfahrt in Italien rein, durch zig Tunnel, da hinten ist schon wieder einer, und ich bin am wunderbaren Gardasee. Ja, könnt euch mal die Umgebung ein bisschen anschauen. Also ich war schon öfters mal in Italien, das erste Mal vor 20 Jahren ungefähr, auch mit Rucksack. Da war ich allerdings noch ein bisschen was jünger, hab mir da erst ein bisschen weniger ausgemacht. Und ich gehe mal ein bisschen ins Stadtinnere. Und danach nochmal mit Rucksack, mit 20, 22 ungefähr. Dann das letzte Mal vor 3 Jahren mit Auto. Also ich habe eigentlich ganz Italien gesehen, zu Fuß und mit Auto. Also damals war ich bis Napoli runter und dann rüber nach Bari und von Bari aus wieder Richtung Heimat. An Manfredonia vorbei und dem schönen Inselchen. Jetzt komme ich auf den Namen, Mensch. Das macht die lange Fahrt, glaubt ihr das? Naja, auf jeden Fall bin ich jetzt in dem wunderbaren Italien. Und ja, ich liebe eigentlich das Land. Italien ist eigentlich ein schönes Land. Die Menschen sind in Ordnung und hilfsbereit vor allen Dingen. Ja, das macht wohl das südländische Talent und die Mentalität aus. Ja, wie soll ich euch weiter berichten? Es ist Folgendes passiert. Ich konnte also in Österreich mir noch einen Döner schnurren und dann noch, also das war gestern, wir hatten gestern Sonntag und heute ist Montag der 2., wenn ich mich nicht irre. Und heute Morgen konnte ich meinen Computer verkaufen, allerdings habe ich mir da mehr von erhofft. Naja, aber 50 Euro sind ja auch schon was. Und ich denke mal, dass ich damit bis fast an die französische Grenze komme, wo ich ja eigentlich auch hin will. Ja, schade, dass das Wetter nicht mitspielt. Ich kann mich noch mal einblenden kurz. Hallo. Ja, jetzt, wie gesagt, mache ich ein kleines Päuschen. Und dann geht es weiter Richtung Frankreich. Aber erstmal muss ich gucken, ob ich hier eine WLAN-Verbindung kriege. Also bin jetzt rund die Rechte 200 Kilometer in etwa gefahren, seit der Grenze. Und normal hat McDonald's offene WLAN, aber hier anscheinend nicht. Ja, und jetzt muss ich halt gucken, wie ich irgendwie ins Internet komme. Aber irgendwo wird es schon was geben, denke ich mal. Ich laufe jetzt mal durch die Stadt und schaue mal, ob mir irgendwo eine offene WLAN-Verbindung angezeigt wird. Allerdings hat das den Nachteil, ich kann die Videos jetzt nicht hochladen, weil mein Akku dann zu schnell leer ist und ich dann halt das nächste Problem habe, dass ich das wieder nicht laden kann. Und im Auto am Radio laden, das dauert halt zu lange. Ich meine gut, ich habe Zeit, das stimmt. An der Zeit liegt das auch nicht. Das liegt mehr daran, dass das Hochladen von Videos länger dauert über offene WLAN-Netze, weil die meistens sehr langsam sind, wie das mein Handy lädt. Und wenn die Videos jetzt so lang sind wie dieses hier, dann dauert das natürlich auch. Leute, guckt mal, ist das nicht herrlich. Palmen, ach, wie habe ich das vermisst. Deswegen auch nach Indien, weil da ja auch viel Exotisches gibt. Ja, ach, ihr müsstet das riechen können. Schon der Geruch vom Gardasee, ach, wie fein, mein Gott. Ja, wie gesagt, ich laufe jetzt mal ein bisschen in die Stadt rein. Ich werde jetzt aufhören mit Video. Ich will euch ja nicht so noch länger den Hals machen. Ja,
Und wie gesagt, ich werde jetzt auch gucken, dass ich irgendwie mein Auto verkauft kriege. Und wenn ich mein Auto verkauft habe, dann werde ich mit Rucksack unterwegs sein. Was natürlich noch viel interessanter ist, weil man da mehr von Land und Leute kennenlernt. Ja, und dann mal schauen, wie es weitergeht. In Frankreich die Stelle, die ist 100% gewiss. Der Mann hat mir also richtig zugesagt. Ist ein Kunstprofessor, der hat da ein größeres Gebäude gekauft und auch Gelände dabei und macht da halt was für Künstler. Und ja, und der meinte, eigentlich hätte er mit dem Termin im März, aber der meinte, ich könnte auch früher kommen, es wäre immer einer da, weil er jetzt halt nach Deutschland fährt. So, jetzt habe ich aber genug gelabert. Wie gesagt, suche mir jetzt ein offenes WLAN und dann kann ich noch ein bisschen mit meinen Geschwistern schreiben über WhatsApp. Ja, und dann geht weiter. Langsam, langsam nähere ich mich dem Ziel. Ach, ich würde am liebsten hier bleiben, Mensch. Schaut euch das an. Ist das nicht herrlich? Wie gesagt, schade, dass das Wetter nicht mitspielt. Als ich übrigens über die Grenze fuhr, lachte mir die Sonne ins Gesicht. Und jetzt hier ist natürlich richtig bewölkt. Naja, aber das macht nichts. Das tut der Qualität keinen Abbruch. Gut, Angler. Schön. Ja, wie gesagt, dann bis zum nächsten Video. Entweder von Frankreich aus oder von hier von Italien noch. Das sehen wir dann. Ja, ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Bis dann, euer Manfred. Ciao.